Herzlich willkommen zu Campus Sport, heute unter anderem mit dem Blick auf die Leichtathletik-WM und Burkina Faso. Auf Herz und Nieren geprüft, auch der neue Sportakkordchef. Und wir beschäftigen uns mit erfolgreichen französischen Studentensportlern von gestern und heute. Nach einer erfolgreichen Sommeruniversiade wollten viele Studentensportler den nächsten Schritt in der sportlichen Karriereleiter erklimmen. Und viele von ihnen haben es bei der Leichtathletik-WM in Peking geschafft. 127 ehemalige Universiade-Teilnehmer gewannen in Peking 31 Medaillen, 10-mal Gold, 8-mal Silber und 13-mal Bronze. Der dreimalige Universiade-Champion Paweł Fajdek aus Polen ist zum zweiten Mal Hammerwurf-Weltmeister geworden. Nach Gold bei der Universiade von Guangzhou schlug Fajdek in Peking zu und verteidigte dort seinen WM-Titel. Bereits 2005 hatte die Siebenkämpferin Jessica Ennis-Hill Bronze bei der Universiade in Izmir gewonnen. Es war der Start einer großen Karriere. Die britische Olympiasiegerin krönte sich in Peking zum zweiten Mal zur Weltmeisterin. Bei allen sportlichen Großevents hat sie mindestens eine Medaille gewonnen. Speerwerferin Katharina Molitor waren bei Universiaden noch Medaillen vergönnt, trotz Top-Platzierung. Doch bei der WM in Peking gab es das ersehnte Gold. Dafür musste sie aber lange zittern, denn erst mit dem letzten Wurf machte sie den Titel perfekt. Und das mit Weltjahresbestweite von 67,69 Meter. Bei der Universiade in Kasan hatte es für den Südafrikaner Anaso Djobotwana Gold über die 100 und 200 Meter gegeben. Im Windschatten des unschlagbaren Usain Bolt holte Djobotwana etwas überraschend die Bronzemedaille im 200-Meter-Finale der Weltmeisterschaften. Eine tolle Ausbeute. Es war der 9. Juli 2015, da schrieb Yu Sango mit einer Silbermedaille bei der Universiade von Guangzhou Sportgeschichte. Es war die erste Medaille für Burkina Faso bei einem Großevent. Ich bin sehr stolz, denn, naja, damit habe ich irgendwie nicht gerechnet. Nach meinem ersten Sprung habe ich aber daran geglaubt, dass es möglich wäre, eine Medaille zu gewinnen und mich weiterzuentwickeln. Ich habe mir immer gesagt, ohne Gegner würde es kompliziert werden. Ich habe eine solche Leistung noch nie abrufen können. Und das mit 22 Jahren. Es kam jetzt alles schneller, als ich dachte. Ich bin jetzt auf das Kommende sehr gut vorbereitet. C'est venu plus vite que prévu, donc je prends ça et puis je me prépare pour ce qui suit. Für die erste Medaille seines Landes bei einer großen sportlichen Veranstaltung musste Hughes nur seine absolute Bestleistung abrufen. In meinem Land bin ich noch nie 16 Meter gesprungen. Zu Hause schaffte ich tiefe 15,50. Es gibt in meinem Land aber keine echten Wettbewerbe. Trotzdem versuche ich jedes Mal, mein Bestes zu geben. Bei internationalen Wettbewerben hat Yu Sango das Gespür für sportliche Ambitionen bekommen. Burkina Faso hat noch Nachholbedarf in der echten sportlichen Ausbildung seiner Athleten. Wenn das Equipment nicht stimmt, dann wirkt sich das auf die Leistung aus. Wir haben zu Hause limitierte Möglichkeiten. Sportler wie Yus haben das Talent, aber zu wenige Wettbewerbe. Andernfalls könnte er heute schon 17 Meter zeigen. Und er hat auch kein gutes Schuhwerk. Und das hindert ihn daran, besser zu sein. Die Schuhe, die wir nutzen, sind Secondhand. Wir haben sie ein wenig aufgemotzt. Wir benutzen die Schuhe dann, bis sie auseinanderfallen. Das ist leider immer so bei uns. Das hier sind noch nicht einmal meine Schuhe. Ich habe sie mir zu Hause ausgeliehen, um an diesem Wettbewerb teilnehmen zu können. Für Dreisprungwettbewerbe braucht es ein Schuhwerk, das den Belastungen standhält. Doch neue Sprungschuhe sind in Burkina Faso rar zu erhalten, erst recht für Studenten.
Ich hatte Glück, denn nach meinem Masterabschluss hatte ich ein Stipendium, so konnte ich zur Schule für Maschinenbau gehen. Es ist eine der besten Schulen dafür in Ouagadougou. Akademisch läuft es gut bei mir, denn in jedem Jahr bin ich Klassenbester oder Zweiter. Deswegen unterstützen mich auch meine Eltern. Ich möchte nicht sagen, dass sie mich groß finanziell unterstützen, aber sie helfen mir, wo sie nur können. Um das Benzin für mein Motorrad muss ich mich selbst kümmern. Sie helfen mir aber mit kleinen Dingen, so dass ich dann studieren gehen kann. Trotz beschränkter Möglichkeiten hat Yus Tsango das Maximale in Guangzhou erreicht. Ich habe geträumt und so langsam fange ich an, es zu realisieren. Ich denke, ich kann noch mehr erreichen und das werde ich auch tun. Yus Tsango, nach seinem Erfolg von Guangzhou ist er der neue Sportheld Burkina Fasos. Nachhaltigkeit bei den Schwimmweltmeisterschaften von Kasan. Die Kasan Arena und der Aquatics Park waren 2 Jahre nach der Sommeruniversiade Schauplatz der Titelkämpfe. Und dort haben sich auch ehemalige Universiade-Teilnehmer gut geschlagen. Jenny Johansson, Fünfte der Universiade von Kasan über die 50 Meter Brust, gewann in diesem Sommer WM-Gold. Damit ist ihr nach dem Universiade-Erfolg der nächste Schritt in ihrer Karriere gelungen. Der Ungar Laszlo C. ist ein Dauerbrenner bei Universiaden und Weltmeisterschaften. Bei der Sommeruniversiade 2011 hatte es 3-mal Gold für C. gegeben. Bei der WM in Kasan hat es in diesem Jahr einen kompletten Medaillensatz gegeben. Unter anderem Gold über die 50 Meter Schmetterling. Studentensportler also auch hier in der Erfolgsspur. Nach einer kurzen Pause besuchen wir den scheidenden ITF-Chef Francesco Riccibitti. Und wir sind zu Gast bei erfolgreichen französischen Studentensportlern. International University Sports Federation brings together millions of students worldwide around the same values, excellence in mind and body. Thousands of students, hundreds of universities participate in FISU events, the rendezvous for the best student athletes. Today's stars, tomorrow's leaders. Test your heart. Teste dein Herz, so heißt das exklusive Programm für Universiaden. Seit der Sommeruniversiade 2013 in Kasan können sich Sportler freiwillig von der medizinischen Kommission der FISU untersuchen lassen. Bei der Universiade in Guangzhou waren die Sportler in guten Händen von Dr. Kyle Hornsby. Das hier ist das Teste-Dein-Herz-Center. Wir haben 4 verschiedene Stationen. Zunächst haben wir einige Fragen an die Sportler. Sie müssen einen Fragebogen ausfüllen und grundlegende Informationen geben. Sie bekommen dann eine ID-Nummer. Sie geben auch Auskünfte darüber, ob es innerhalb der Familie bereits Herz-Kreislauf-Erkrankungen gegeben hat. Sie versuchen, einen Überblick über den Herzzustand der Sportler zu bekommen. Gibt es ein Problem, kann dieses schneller mit besseren Ergebnissen erkannt werden. In Guangzhou haben sich mehr als 2000 Athleten untersuchen lassen. Wir hoffen darauf, einem plötzlichen Herztod von Sportlern entgegenwirken zu können. Der Herztod an sich ist kein gewöhnliches Problem, aber leider immer noch Todesursache Nummer 1 bei Studentensportlern. Wir denken, dass wir durch diese Untersuchungen junge Sportler vor dem plötzlichen Herztod bewahren können. This is station number 2. An der 2. Station haben wir einen Größen- und Gewichtstest. Wir messen auch das Körperfett. Das ergibt dann Informationen über den Body Mass Index, grundlegende Auskünfte über das Gewicht und wir machen auch Blutdruck- und Pulsmessungen. Und dann beginnt der echte Herztest. So
Nach der zweiten Station geht es weiter mit dem EKG. Wir haben hier diesen Ort, um ein normales EKG zu machen. Wir schauen dabei auf abnormale Herzrhythmen und nach, für einen Sportler, abnormalen Werten. Und hier startet das EKG. Und wie erleben die Sportler diesen Test? Es ist ganz normal, wenn man da ein bisschen zögerlich ist. Diese Sportler haben viele Jahre trainiert und sie wollen an großen Wettbewerben teilnehmen. Für sie ist es zum Teil ein besorgter Test. Sie sind sich im Klaren darüber, dass eine kleine Möglichkeit besteht, dass eine Abnormalität gefunden wird. An der vierten Station gibt es das Echokardiogramm. Dort schauen wir auf das äußere Zentrum des Herzens. Die Sportler sind es gewohnt, dass man sich die Herzfunktionen anschaut. Für normale Menschen ist es nicht so gewöhnlich. Wir schauen uns also diese Ultraschallbilder an. Es ist ein Blick ins Herz, auf die Größe der Herzkammer, die Funktionen der Herzkammern und Herzklappen. Wir wollen sicherstellen, dass das Herz okay ist. Vor allem für Sportler aus Entwicklungsländern ist es eine gute Gelegenheit, das Herz mal richtig untersuchen zu lassen. Wir wissen, dass das Herz eines Gewichthebers sich charakteristisch vom Herzen eines, sagen wir, 1500 Meter oder Marathonläufers unterscheidet. Wir schauen uns die Unterschiede der Herzen an, abhängig nicht nur von der Herkunft des Sportlers, sondern auch von der Sportart. Diese Auswertung ist dann weltweit nutzbar. Nach dem Test gibt es alle Ergebnisse auf einem USB-Stick. Man kann alle Daten auf jedem Computer abrufen. Das ist alles auf deiner ID-Card. Oh, die hast du schon. Okay. Dieses Programm wird bei den kommenden Universiaden fortgesetzt. Bis Ende September war er noch Chef der Internationalen Tennisföderation ITF. Es ist einer der stärksten Verbände weltweit mit seinen Grand-Slam-Turnieren, dem Davis Cup oder Fed Cup. Nach 16 Jahren an der Spitze der ITF zollt Campus Sport dem Italiener Francesco Ricciviti alle Ehre. Er war stets ein Streiter für den Universitätssport. Es gab dafür viele Gründe. Der erste war ein persönlicher. Ich war College-Spieler und ich war bei einer Universiade dabei. Der zweite Grund ist ein ideeller. Der Profisport wird täglich bis an seine Grenzen getrieben, nicht nur körperlich. Jungen und Mädchen werden instrumentalisiert. Sie verstehen zum Teil noch nicht, was Familien und Trainer ihnen abverlangen und dass sie übertreiben. Der Sport ist dann gut, wenn alles in Balance ist. Und ein Studium bringt diese Balance. Für den ehemaligen Tennisspieler sind akademische Ausbildungen auch für Sportler unabdingbar. Das Studium hat Francesco auch zu seinem Funktionärsposten geführt. Als ich damals gewählt wurde, da dachte ich, dass meine Erfahrungen als Tennisspieler der wichtigste Aspekt sei. Da lag ich ziemlich falsch. Das Wichtigste waren meine Erfahrungen, bedingt durch mein Studium. Tennis ist professionalisiert wie kaum ein anderer Sport. Tausende Spieler versuchen es, aber nur wenige können vom Tennis auch leben. Wir haben nicht nur die Verantwortung für Leute wie Nadal, Djokovic oder Federer. Unsere Verantwortung gilt den 99% anderen Spielern. Wenn es ausgeglichene Menschen sind, dann bringen sie dem Sport einen großen Wert. Aber nicht nur in unserem Sport. Wir brauchen solche Menschen generell, die ihre sportlichen Erfahrungen dann positiv einbringen. Der Universitätssport bringt dem Tennis viele Vorteile. Zunächst das größte internationale Turnier für Studentensportler. Ein Vermächtnis, das neue Horizonte abseits der normalen Turniere eröffnet. Bestes Beispiel war zuletzt die Universiade von Guangzhou. Ici, vous avez
Hier kommen Sportler aus Uganda, Usbekistan und vielen anderen Regionen der Welt zusammen. Das ist eine sehr gute Sache. Es gibt unterschiedliche Leistungsstandards, aber das ist auch der Geist einer Universiade. Und man kann seine Leidenschaft mit anderen Studentensportlern teilen. Bei Olympischen Spielen ist die Universiade eine Erinnerung daran, dass Tennis ein Sport unter vielen ist. Es eröffnet das Bewusstsein der jungen Sportler. Und das ist ein echter Bonus. Francesco Ricci-Bitti verlässt die ITF, um Chef von Sport Accord zu werden, der Vereinigung internationaler Sportverbände. Er wird auch weiterhin den Studentensport verfolgen. Die Offiziellen der FISO sind besonders vorsichtig, wenn es um den Sportkalender geht. Der Tenniskalender ist da ein Schlüssel, hat man die besten Teilnehmer oder nicht. Wenn es geht, will man die Teilnahme erleichtern und den Universitätssport in allen Ländern fördern. Das sind die drei wichtigsten Säulen. Nach einer kurzen Pause feiern wir den jüngsten Erfolg der französischen Universiademannschaft und besuchen die beiden Ex-Schwimmer Stéphane Caron und Clément Lefebvre in London. When education meets sport and culture, what best promotes excellence in mind and body? Where do friendship, integrity, and achievement meet? Which event gathers the best student athletes from around the world? The Universiade, the home of international university sports. Today's stars, tomorrow's leaders. Ehre, wem Ehre gebührt. Die französische Universiademannschaft der Spiele von Guangzhou ist im Pariser Wissenschaftsministerium empfangen und ausgezeichnet worden. 228 Studentensportler hatten in diesem Sommer in Südkorea 30 Medaillen gewonnen. Studentische Vorbilder. Wir sind in einer Zeit, in der es uns an Helden mangelt. Helden, die durch Leistung etwas erreichen, sind großartig. 13-mal Gold, 9-mal Silber und 8 Bronzemedaillen, das war die Ausbeute von Guangzhou. Das bedeutete Platz 6 im Medaillenspiegel hinter Südkorea, Russland, China, Japan und den USA. Ein Erfolg, der nicht von ungefähr kommt. Wir haben eine starke Jugend, einen gut strukturierten Verband, der zu den besten 4 der Welt gehört und eine ausgezeichnete Zusammenarbeit mit den zivilen Verbänden. Diese Faktoren schaffen Dynamik. Alle stehen zusammen, alle gewinnen zusammen. Universiade-Champion Frédéric Jousinet hat ein weiteres Argument, das diesen Erfolg erklärt. Die französische Mannschaft ist im richtigen Moment in der Lage, höher, schneller und weiter zu kommen. Das ist unser Mannschaftsgeist. Judoka Ava Camara gewann das erste Gold für Frankreich in der Klasse bis 78 Kilo. Sie studiert Pädagogikwissenschaften und feierte ihren sportlich größten Erfolg. Als mir klar war, dass ich gewonnen hatte, war das eine große Erleichterung. Es war der erste Wettbewerbstag und jeder war froh. Die Zuschauer und das Team feierten und ich wollte vor Freude in die Luft springen. Die erfolgreichsten Sportler waren die Fechter. Sie holten 11 der 30 Medaillen. In den Einzelwettbewerben gingen fast alle Entscheidungen an die Franzosen. Damit knackte man auch das beste Ergebnis der Universiade von Daegu 2003. Damals gab es 8 Fechtmedaillen. Ich war stolz, meine Mannschaft in Guangzhou zu repräsentieren. Nicht nur der Sieg, sondern auch die Teilnahme bei einem solchen Event war mir wichtig. Das war eine große Freude.
sur un événement comme ça, c'est sûr que ça fait toujours plaisir et c'est une grande fierté. Schon seit dem Mittelalter ist London eines der Finanzzentren Europas. Die wichtigsten Unternehmen dieser Branche finden sich an der Square Mile oder City wieder. Mehr als 390.000 Menschen sind dort beschäftigt. Einer von ihnen ist der ehemalige Weltklasse-Schwimmer Stéphane Caron. Ich arbeite in der Finanzwelt. Ich bin für einen Fremdkapitalfonds, der in Unternehmen investiert, verantwortlich. Der Sport hat mir beigebracht, wie ich Teams manage, ein Feedback gebe oder Individuen motiviere. Das ist wie eine Werkzeugkiste. Die Leidenschaft für Finanzen und Geschäfte begann schon früh in seinem Leben. Mit 20 Jahren während der Trainingseinheiten mit der französischen Mannschaft habe ich in Aktien investiert. Ein Trainer war ebenfalls an so etwas interessiert. Ich habe früh mit Finanzen begonnen und ich wollte Karriere machen. Ich wollte in der City arbeiten. Aber zuvor war Caron einer der besten Freistilschwimmer der 80er und frühen 90er Jahre. Zu jener Zeit gab es selten Unterstützung von der Universität. Und so hatte der Franzose während seines Studiums schwere Zeiten durchgemacht. Trotzdem wollte er Leistungssport und Studium niemals vernachlässigen. Es gibt Phasen in einer Saison, da wird mehr Disziplin als sonst gefordert. In der Examenszeit trete ich beim Training auf die Bremse. Dafür trainierte ich dann vor großen Wettbewerben mehr. Ich wusste, dass mich das zu außergewöhnlichen Dingen führen wird. Ich habe immer an mich geglaubt und hatte keine Probleme mit Entbehrungen. Europameister 1985 und Olympiabronze 1988 über die 100 Meter Freistil. Dem folgte 1991 die Universiade in Sheffield. Dort gab es dreimal Gold. Kein Wunder, an diese Sommeruniversiade hat Stéphane Caron immer noch allerbeste Erinnerungen. Als Akademiker war es selbstverständlich, bei einem großen Event an den Start zu gehen. Weltstudentenspiele sind wie kleine olympische Spiele. Das sportliche Niveau war großartig. Es war ein Sprungbrett meiner Karriere, um für Olympia wieder da zu sein. Das war eine wichtige Etappe meiner Karriere. Pour moi, c'était un peu un tremplin pour la suite. C'est ce qui m'a permis de me remettre en selle pour les Jeux Olympiques. Donc, c'était vraiment une étape importante dans ma carrière. Nach dem Olympiabronze über die 100 Meter Freistil von Barcelona 1992 und seinem Universitätsabschluss im gleichen Jahr begann Caron seine Arbeit in der Finanzwelt. Ich hatte Glück, dass ich in der Lage war, meine sportliche Karriere und mein Studium auf dem höchsten Niveau auszuüben. Das hat mich in meinem Privat- und Berufsleben breit aufgestellt. Nun will Caron andere inspirieren und als Vorbild dienen. Es ist wichtig, im Sport und in der Arbeit etwas vorweisen zu können. Wenn ich also etwas an junge Menschen zurückgeben kann, im Leistungssport oder Berufsleben, dann habe ich etwas erreicht. Seine Leidenschaft für den Sport und die Finanzen haben Stéphane Caron zu einem glücklichen Menschen gemacht. Ein paar Kilometer außerhalb der City in Knightsbridge ist ein anderer französischer Schwimmer in die Fußstapfen Carons gestiegen. Der Londoner Staffel-Olympiasieger Clément Lefebvre blickt auf einen Monitor und studiert mysteriöse Kurven. Ich analysiere die aktuellen Treibstoffpreise. Wir studieren hier die Nachfrage auf dem Ölmarkt. Wir spekulieren auf die Erhöhung oder den Verfall des Benzinpreises. Diese Branche befindet sich in einem sehr wettbewerbsintensiven Umfeld. Das erinnert uns an Hochleistungsschwimmen. Dort ist es auch wichtig, Ziele abzuwägen und hart dafür zu arbeiten. Et travailler dur pour obtenir ce qu'on veut.
Das ist eine andere Art von Stress. Es fühlt sich etwas anders an. Es ist ein Job, der fasziniert. Ich brauche das nach meiner sportlichen Karriere, um meine Motivation zu halten. Es motiviert mich und treibt mich täglich in meinem Beruf an. Ich möchte mich verbessern und eines Tages mein eigenes Portfolio verwalten und dabei auch erfolgreich sein. Lefebvre hätte sich niemals vorstellen können, dass die Olympischen Spiele von London ein Schlüsselerlebnis sein würden. Und er kehrte nach seinem Master in Betriebswirtschaft nach London zurück. Ich habe einen erfolgreichen Wandel vollzogen. Ich habe nach dem Olympiagold von London meine Schwimmkarriere beendet, denn ich hatte ja alles erreicht. Ich wollte nach dem Sport immer eine zweite Karriere. Und ganz genau das mache ich jetzt. Clément Lefebvre wurde nach den Olympischen Spielen 2008 von einer kalifornischen Universität angeworben. Dort studierte er bis 2012 Ökonomie und Finanzwissenschaften. Eine lohnende Erfahrung nicht nur für die Europameisterschaften 2010. Ich hatte mich dazu entschlossen, von Frankreich in die USA zu gehen. Dort war ich in der Lage, professionell zu trainieren und den Masterabschluss in Finanzen zu erlangen. Ich wollte aber auch den Sport aus einem amerikanischen Blickwinkel erleben. Wir sagen, Amerikaner haben eine andere Kultur des Sports, eine andere Vision von Sport. Und das stimmt. Das habe ich erlebt. Das hat mir geholfen, zu wachsen. 2011 war Clément bei der Sommeruniversiade in Shenzhen. Dort war er Fahnenträger seiner Mannschaft und gewann die erste Medaille mit der Staffel. Außerdem gab es Silber über die 200 Meter Freistil und er schaffte auch die Olympia-Qualifikation für London. Aber es gab auch schwere Momente in Sport und Studium. Hier ein Rat vom erfolgreichen Eckschwimmer. Vergesst niemals, dass das Leben lang ist, auch wenn der sportliche Teil intensiv und aufregend ist. Es ist aber nur ein kurzer Lebensabschnitt und es gibt ein zweites Leben. Das solltet ihr nicht vernachlässigen. In schweren Zeiten ist es wichtig, konzentriert zu sein, Ziele zu haben und das Beste zu geben. Today's stars, tomorrow's leaders. When education meets sport and culture, what best promotes excellence in mind and body? Where do friendship, integrity, and achievement meet? Which event gathers the best student-athletes from around the world? The Universiade, the home of international university sports. Today's stars, tomorrow's leaders.